Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir in die Herbstedition der Beauty.at Box reinschauen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist immer eine Box, die immer ganz besonders befüllt ist, finde ich. Also das ist ein bisschen edler, finde ich, ne? Weil hier sehr hochpreisige Marken drin sind. Ich habe just mal gerade erst so ein Serum leer gemacht von Shiseido, was letztes Mal in der Box mit drin war, was sehr, sehr cool war, aber auch sehr teuer. 39,90 Euro kostet die Box und ich glaube 8 Euro zahlen wir an Versandkosten nach Deutschland, denn die kommt ja aus Österreich und das ist die Fall Edition 2022, also die Herbstversion 2022, soll einen Wert von 250 Euro haben und ja, man kann diese Box immer mal wieder bestellen. Die hat immer super lange Lieferzeiten. Ich setze euch den Link dazu mal unten in die Infobox rein. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich poste auch gerne auf Instagram. Da heiße ich AIDWAGP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Wenn die Box verfügbar ist. Weil entweder merke ich das selber oder jemand von euch ist so freundlich und schickt mir das zu als Info. So, hey Claudinchen, pass mal auf, die beauty.at Box ist aktuell wieder verfügbar. Und dann reposte ich das super gerne. Jo, und jo, die kommt jetzt hier in diesem schönen schwarzen Design daher. Sehr edel, sehr schön, ne? Ist in so Butterbrotpapier eingepackt, immer wenn sie ankommt. Und das mag ich gerne leiden. Kann man sich nicht beschweren. Wenn man die aufmacht, sieht das Ganze einmal so aus. Riecht soweit jetzt erstmal nach nichts. Dafür, dass es so eine teure und hochwertige Box ist, ist dieser Flyer, dieses Heftchen, wo drin steht, was drin ist, gar nicht mal so extravagant, weil es halt DIN A4 Zettel sind, die doppelseitig bedruckt sind. Und dann mache ich das Seidenpapier auf und dann haben wir hier den Blick in die Box, wenn die Box es zulässt. Und zuallererst werden wir meistens von Flyern erschlagen. Aber lasst uns zuallererst mal reingucken, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben, denn mittlerweile gibt es da auch so ein kleines Editorial, so eine kleine Reinführung, ne? Jahreszeitenwechsel, das braucht meine Haut. Nach der Sommerhitze kommt die herbstliche Frische. Mit dem Wechsel der Jahreszeiten ändern sich auch die Bedürfnisse der Haut. Zeit für intelligente Pflegelieblinge, die beruhigen, die Hautbarriere stärken, vorzeitige Alterung minimieren und neue Energie schenken. In der neuen Beauty Box Fall 2022 befinden sich brandneue Pflegespezialisten für alle Hautbedürfnisse, feine Düfte und coole Make-up-Accessoires im angesagten Herbsttrend. Let's fall into fall, ja. Also wir haben hier sowohl Pflegeprodukte als auch dekorative Kosmetik. Wir haben hier auch manchmal Nahrungsergänzungsmittel mit dabei und auch Foodartikel. Also es ist sehr bunt gemischt tatsächlich. Ich starte mit einem Produkt, was mich jetzt nicht so mega catcht, wenn ich das mal ehrlich sagen darf. Und zwar ist das hier von 4711, diese Refreshing Tissues. Das sind drei verschiedene Sorten, 10 Stück sind da drin enthalten. Die habe ich jetzt schon so häufig in irgendwelchen Boxen drin gehabt und ich muss sagen, ich hatte sie mir mal in die Handtasche gepackt, weil ich gedacht habe, hey, das ist doch eine total coole Geschichte, dass man dann immer mal wieder eine Möglichkeit hat, sich die Hände mal eben so zu waschen oder so, ne? Nee, benutze ich persönlich jetzt nicht so wirklich, muss ich sagen. Dann habe ich hier Flyer drin. Ich muss mal gucken, dass ich die Flyer dann einfach zusammen mit dem auspacke. Wow, gar nicht mal so wenig. Wenn das hier so auch mit drin enthalten ist. Hier habe ich zum Beispiel von Kyragem Soothing Rescue, das ist ein 7-Tages-Spa, den wir hier drin enthalten haben. Und hier steht auch drauf, Resilience gibt gestresste Haut, Gelassenheit und Ruhe. Dank seiner besänftigenden Eigenschaften kann es dazu beitragen, die hauteigene mikrobielle Schutzbarriere zu unterstützen, die Selbstheilungskräfte anzuregen und die Haut wieder in die Balance zu bringen. Ein energetisches Upgrade für jede gereizte, gerötete, sensible, unreine und irritierte Haut. Als 7-Tage-Kur zur Akutlösung oder als Daueranwendung zur Vorbereitung und zum Schutz. Ja, und das ist mit Rosenquarz, also mit diversen, steht hier auch in diesem Flyer mit drin, ne, dass du da so diverse Edelsteine wohl in der Ampulle drin hast, weil es scheinen Ampullen zu sein. Ich mag Ampullen, finde ich total klasse. Ich habe eine sensible Haut, ne? Also das kommt bei mir einfach, ja,
am meisten klar, wenn ich meine Haut beschreiben sollte, sensibel schon. Seit der Schwangerschaft ist sie deutlich besser geworden, aber immer noch sehr sensibel und trocken nach wie vor. Aber da habe ich ja wundervolle Pflegespezialisten an meiner Seite, ne? Mit Dalton, Jebruder und Beauty Mates, die mir da auch die richtige Pflege auch von Anfang an schon empfohlen haben, was ich so genial finde. Und da komme ich einfach am besten mit klar. Aber was Ampullen so angeht, muss ich sagen, bin ich auch gerne experimentierfreudig. Und das sieht danach aus, als wäre das halt einfach so eine Ampullenkur. Sowas mag ich gerne. Das ist voll mein Ding. Verwende ich dann einfach anstelle von einem Serum oder so, ne? Und jo. Ich bin auch in letzter Zeit irgendwie öfters so, dass ich mich erwischt habe, ne? Dass ich mehr zu Ampullen als zu einem zu einer Maske greife zum Beispiel. Jo. Next Level of Skincare. So, dann habe ich hier was von Dr. Grandel drin. Das ist so ein Einmal-Ding. Okay, Epigran, hautverfeinernd und hautstraffend für sichtbar schönere Haut. Also wir hatten, das sind 3 Milliliter hier drin, ne? Das ist eine ziemlich gut gefüllte Ampulle. Dr. Grandel auch öfters schon mal so in Beautyboxen mit drin, so als Winterampullen. Die waren immer sehr, sehr angenehm, weil die so schön reichhaltig waren. Und da freut meine Haut sich, ne? Mit freundlicher Empfehlung steht hier auch drauf. Dann musst du die Ampulle erstmal schütteln, dann kannst du das oben abbrechen und dann kannst du es aufs Gesicht, Hals und Dekolleté geben. Und ich würde auch wirklich empfehlen, dass wenn ein Hersteller so eine Ampulle auch tatsächlich in so einer Ampulle anbietet, ne? Also dass du quasi das auch so als Darreichungsform bekommst, dass du das auch komplett auf dein Gesicht gibst. Wenn dein Gesicht das nicht komplett absorbieren kann, also wenn es nicht komplett einzieht auf einmal, vielleicht einfach erst eine Schicht drauf machen, auch wirklich Gesicht, Hals, Dekolleté, dafür für diese Partie ist es halt gedacht dann, ne? Dann so ein bisschen einziehen lassen und dann halt aufbauen. Aber ich würde wirklich empfehlen, auch die komplette Menge zu verwenden, damit die Haut die ganzen Wirkstoffe, die dann auch drin enthalten sind, schön bekommt. Weil das ist ja das, was die Haut dann auch eigentlich bekommen sollte, ne? Also sonst würde ja der Hersteller nicht auf die Idee kommen, tatsächlich das dann auch in der Größe so zu produzieren. Das ist so meine Einstellung dazu. So, dann gucke ich hier mal weiter. Ich habe hier von Sisley 2 verschiedene Produkte drin. Und Sisley ist immer eine sehr, sehr teure Geschichte, ne? Ich glaube, dass wir die beiden Schätzeleins auch letztes Jahr drin enthalten hatten, diese Parfums. Aber naja, die zeige ich euch jetzt nach und nach, nacheinander, genau. Isia Eau de Parfum von Sisley sind 6,5 Milliliter hier drin enthalten. Und ich würde auch tatsächlich diese Parfums dann auch weitergeben, glaube ich. Ich muss es nochmal googeln. Ich weiß es nicht, weil eigentlich mache ich ja auch diesen Parfüm-Miniaturen-Adventskalender, wobei ich sagen muss, das sieht schon ansprechend aus, ne? Das riecht schon sehr schwer, aber sehr, sehr gut nach Claudi, ne? Also eigentlich riecht es schon nach meinem Duft, also ohne es zu sprühen, riecht es halt gourmandig, sehr schwer. Sehr, sehr, sehr weiblich, fruchtig. Ich mag den Duft tatsächlich gerne leiden. Also ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das jetzt behalte oder ob ich das weitergeben werde, weil eigentlich finde ich diese kleinen Geschichten gar nicht so verkehrt mittlerweile. Und Sisley ist schon eine feine Geschichte, ne? Kann man sich einfach mal angucken. Ich stelle es mal zur Seite, muss noch drüber nachdenken. Und dann gibt es hier noch von Isia La Nuit. Das wird dann wahrscheinlich noch ein bisschen schwerer sein. Mit 6,5 Millilitern haben wir das hier. Und auch da halte ich mal mein Näschen dran. Das bestimmt eher so vom Duft auch ein bisschen orientalischer, oder? Oh ja, oh, sehr würzig. Sehr, sehr würzig. Aber für mich persönlich, wenn ich abends weggehe, also das wird ja zum Beispiel nicht zu diesem sehr frischen, bunten Look passen, den ich trage, sondern halt eher so eine ganz schwere Geschichte, wenn ich irgendwo super edel essen gehe oder wenn ich, keine Ahnung, irgendwo hingehe, wo ich super erwachsen rüberkommen will. So, da würde ich das verwenden. Aber es riecht schon sehr speziell, aber sehr, sehr angenehm. Also ich mag es tatsächlich. Ich glaube aber, dass beide Parfums nicht unbedingt jedermanns Sache sind. Und gerade dieses La Nuit, das ist schon so eine Chose für sich, ne? Aber die riechen, finde ich, sehr, sehr gut. Mal gucken.
So, dann habe ich hier drin von Avoa Beauty Made Easy 20 selbstklebende Nagelfolien. Die werden postwendend weiterwandern, weil ich mag es einfach mittlerweile sehr, sehr gerne, mir die Nägel selber in allen möglichen bunten Farben mit Nagellack zu lackieren und da meiner eigenen Kreativität freien Lauf zu lassen. Nagelfolien bin ich nicht so wirklich, da werde ich nicht warm mit, muss ich wirklich sagen. Auch wenn ich den Trend absolut verstehen kann und super viele da ja auch zu greifen. Ich persönlich bin wirklich immer noch ein Nagellack-Fan. Ich habe lange Jahre Gelnägel gehabt und werde auch immer wieder von diversen Firmen angeschrieben, die dann auch mit UV-Nagellack und so weiter unterwegs sind. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin ein Fan von Nagellack. Ich mag es jede Woche, mich hinzusetzen und meine Maniküre zu machen, mir meine bunten Farben auszusuchen. Und ich erfreue mich da einfach dran. Und deswegen, nee, also ist das einfach nicht meine Welt und möchte ich halt auch einfach die Möglichkeit haben, jederzeit zu sagen, ich lackiere mir meine Nägel komplett ab und habe sie dann so ganz natürlich einfach, ne? Ja, wirklich. Finde ich irgendwie, weiß ich nicht. Dann habe ich hier von Dr. Jin etwas mit drin und da habe ich hier auch einen Flyer mit dabei. Probiotische Intimpflege, das finde ich toll. Okay, von Ärztinnen erdacht, für Frauen gemacht und da habe ich drin 30 ml eine intensivpflegende Creme auf Basis natürlicher Inhaltsstoffe, das ist immer super wichtig. Ich lese hier auch nichts von Parfum, weil Parfum ist ja, oder von Alkohol, ne? Das sind ja die Sachen, die jetzt nicht unbedingt in solchen Produkten drin enthalten sein sollten. Intimpflege ist etwas, was ich halt auch in der Schwangerschaft sehr gut gebrauchen kann. Ich bin an einem Status angelangt, wo ich leider das da unten nur noch mit Hilfe eines Spiegels sehen kann. Das ist ganz merkwürdig, Leute, wirklich. Aber hey, ihr seid mit dem Boot, ich kann euch darüber informieren. Ich bin ja auch im 8. Monat, 30. Woche ist am Start. Nächste Woche, wenn ihr das Video seht, ist entweder die 31. oder sogar schon die 32. Woche. Also deswegen darf ich das auch haben, ne, dass mein Bauch hier so groß wird. Beruhigende Squalane sind hier mit drin, super viele verschiedene Öle, die dann auch pflegen werden. Also das liest sich sehr, sehr gut, was hier hinten drauf steht und das wird dann auch mal von mir ausprobiert. Ich habe aktuell von Dalton eine Creme in Anwendung, da es eigentlich eine Gesichtscreme ist für sensible Haut, eben ohne Alkohol, ohne Duftstoffe und so. Und die hat bislang tatsächlich noch keine andere Creme geschlagen, hat auch keine extra dafür entwickelte Intimpflegecreme. Ne? Bin ich mal gespannt, ob Dr. Jin da einfach meine Geschichte ändert. Ne? Genau, also ich finde es immer super unangenehm, wenn man, also nicht optisch gesehen, sondern einfach vom Gefühl her, wenn man halt so Rasurpickel hat, also Rasurbrand oder wenn man eingewachsene Härchen oder sowas hat. Ich glaube, damit hat so gut wie jede Frau, jeder Mann auch in irgendeiner Art und Weise zu kämpfen. Und dann ist es einfach schön, wenn es eine Möglichkeit gibt, sich da etwas drauf zu geben, was die Haut entspannt. Ne? Genau. So, dann haben wir hier ein Produkt und das dürfte ein Nagellack sein, aber ganz ehrlich, das schreit alles andere als meinen Namen, denn wir haben hier den rauchigen Leberwurst, würde ich mal so sagen, von Max Factor Miracle Pure Spiced Chai ist hier quasi die Farbbezeichnung 812. Ja gut, man könnte auch sagen, es ist einfach ein ziemlich krasser Milchkaffee, aber es ist einfach nicht meine Welt. Also nee, also das ist mir nicht bunt genug, das passt einfach nicht zu mir, ne, weswegen der weiterwandern wird. Ich weiß, dass Max Factor jetzt auch neue Nagellacke rausgebracht hat und dass die auch ganz gut sein sollen, aber Entschuldigung, an der eigenen Spucke verschluckt, kann man machen. Aber ich muss sagen, dass das hier einfach für mich persönlich zu langweilig ist. Solltet ihr die Beauty.at Box in der Fall Edition 2022 auch bekommen und geöffnet haben, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben, welche Farbe ihr drin hattet. Ob ihr auch dieses Kram hattet oder ob ihr vielleicht was Buntes hattet. Ja, dann habe ich hier etwas von Radical Skincare Advanced Youth Infusion Serum. Ich meine, dass wir das vor einem Jahr auch drin hatten oder sowas ähnliches. Ist super teuer, 8 ml. Ich weiß noch, als ich den Preis rausgesucht habe und fast vom Stuhl gefallen bin, Tag und Nacht anwenden. Ich fand das Serum von Radical, glaube ich, auch ganz gut. Würde es mir aber nicht nachkaufen für den Preis halt, ne? Und ja. Ich muss halt nur hier nochmal googeln, welche Inhaltsstoffe da drin sind, weil das steht hier jetzt auf diesem kleinen Prüppchen nicht drauf. Man kann theoretisch hiermit eigentlich oder mit solchen Größen eher ausprobieren, ob der Haut das gefällt, ob man das überhaupt verträgt. Und wenn man es verträgt, kann man es ja theoretisch in der großen Größe nachkaufen.
was ich halt immer kritisch finde, ne? Weil wie gut muss ein Produkt dann für die paar Mal, für die Woche sein, wo man das verwendet, damit man sich das Produkt wirklich in der Originalgröße zu dem Preis nachkauft, muss man einfach mal schauen, ne? Ja, aber mal gucken. So, ich habe hier noch ein Parfum drin, glaube ich, von 4711 Aqua Colonia Litchi and White Mint, aufheiternd, Ex, was? Nee, das ist Quatsch, das ist andere Sprache, Claudia. Eau de Cologne, 8 Milliliter haben wir hier drin. Und das ist auf jeden Fall einer von den neueren Düften. Und der wird weiter wandern. Also ich weiß, dass viele diese Düfte total feiern, dass sie das richtig schön finden, diese Neuauflage davon. Ich bin halt überhaupt kein Fan davon, von einem nicht ganz so lang anhaltenden Parfum. Ich mag halt lieber, wenn Parfums richtig lange auf der Haut verbleiben und ich nicht alle 5 Minuten gefühlt nachsprühen müsste. Außerdem ist es hier der Fall, dass wir hier so einen Sammelflakon haben. Das ist halt auch überhaupt nicht meine Welt. Ich weiß, viele von euch stehen da ultimativ drauf. Deswegen bin ich auch immer so fleißig und sammle über das ganze Jahr, was so bei mir eintrudelt an Parfümminiaturen. Und wenn ich dann wirklich auch zum Ende des Jahres genug zusammen habe, gibt es natürlich in der dicken, fetten Verlosung, die ja eh dann kommt, auch einen Parfümminiaturen-Adventskalender von mir zu gewinnen, wo man sich halt so durchdüfteln kann. Ja, ist eigentlich auch immer so ein kleines Highlight des Jahres, habe ich mal mitbekommen. Dann habe ich hier etwas drin von Master Lin. Und Master Lin habe ich hier auch so ein Product Guide nochmal als Werbung drin gehabt. Und ja, hier ist das in so einem Säckchen. Und also wenn jemand mir ein Produkt in einem so hochwertigen Säckchen mit einer goldenen Schleife reinpackt, dann muss das ein Produkt sein, was sackenteuer ist, oder? Also allein da kommt mein Qualitätsvermutungseffekt-Empfinden ganz stark durch gerade. Da erwarte ich einiges von diesem Produkt. Also hier ist auch nochmal so ein bisschen Werbung mit am Start von der Lady. Spürbar besser, sichtbar schöner. Mhm, das ist doch nett. 20% auf ihren nächsten Einkauf im Shop. Also hier ist auch Events 22, einfach ein Code mit am Start. Bis zum 30.06.23 kann man den einlösen. Finde ich cool, dass du auch so eine lange Laufzeit davon hast. Also quasi, ja, was ist der denn jetzt? September. Oi. Ja, 9 Monate müsste das ja ungefähr sein. Auf jeden Fall ihr Geschenk Body and Face Oil. Gold und Rose, sinnliches Dufterlebnis. Hallöchen, Popöchen. 15 Milliliter sind hier drin. Also für den Körper wäre es dann irgendwie dann doch zu schade. Ne? Auch wenn ich aktuell sehr viele Körperöle verwende für Mr. Bauchi. Aber nein, das würde ich mir dann aufs Gesicht geben. Das sieht auch sehr hübsch aus. Edel, edel sprach der Wedel. Und auch das kommt aus Österreich. Ist eine Pipettenflasche. Das da dürfte Glas sein. Oh. Ich sehe halt nur Öl, ne? Vielleicht ist da irgendwo ein Mühgold drin versteckt. Keine Ahnung. Es riecht sehr nach ätherischem Öl. Aber ich sehe jetzt hier auch kein sichtbares Gold oder Goldpigment oder so drin. Keine Ahnung, was die jetzt mit Gold haben, aber soll da wo drin sein? Schön. Mit reinstem Feingold, Kiefernadelnöl, schwarzem Pfeffer, Lotus und wertvollen ätherischen Ölen und Pflanzenextrakten. Pflegt intensiv mit sinnlichem Duft und erhält die Elastizität der Haut. Das ist natürlich dann ein bisschen schwierig für mich, weil und wahrscheinlich auch für viele von euch, weil diese essentiellen Öle, Essential Oils, sind halt für Menschen mit sensibler Haut immer ein bisschen kritisch. Ne? Muss ich mal gucken, ob das dann wirklich in meinem Gesicht verbleibt oder dann doch irgendwie tiefer wandert auf dem Körper, was sehr traurig wäre, muss ich sagen. Ne? Weil, also, ich weiß ja nicht, was das kosten wird, aber allein von dem, das Gold und Bla drin, ne, hätte ich jetzt gedacht, komm, das kostet schon eine Ecke. Clarin habe ich hier auch noch am Start. Multi Intensive Jour, das ist eine Super Restorative Day Cream. Die soll liften, aufplumpen und gegen Falten kämpfen.
15 Milliliter sind hier drin. Und sowas ist auf jeden Fall eine schöne Größe, eine schöne Geschichte, die man auch gerne hier mit drin haben kann. Clarins ist eine Marke, die gar nicht so super ultimativ bekannt ist. Das habe ich mal gemerkt, als ich vor 2 Jahren den Clarins Adventskalender ausgepackt habe, dass super viele geschrieben haben, dass sie die Marke gar nicht kennen. Ich habe so auch das ein oder andere dekorative Kosmetik von denen, Produkt von denen. Einen Bronzer habe ich. Ich hatte mal 2, da habe ich einen aussortiert. Und Mascara habe ich von denen. Gerade auf meinen Augenbrauen auch einen Augenbrauenstift. Also es ist eine schöne Marke eigentlich, die schon im High-End-Bereich unterwegs ist. Ne? Jo, das muss man dann mal gucken, wie das so funktioniert. Anti-Faltencreme ist auf jeden Fall auch eine sinnvolle Kiste. Was ich dann aber wieder ein bisschen verrückt finde, ist, dass wir hier von Louis Vuitton halt eine zweite Tagescreme auch mit drin haben. Ne? Rich Day Cream UV30, das ist schon mal nett. Intensive Anti-Aging, High Concentration of Active Ingredients, Hyaluronsäure und Peptide sind hier drin. Und das ist dann ein Pöttchen. Und ja, wie gesagt, also das ist halt so, ja, warum habe ich denn dann jetzt 2 Tagescremes hier drin? Und 2 Serien, ne? Das ist, und 2 mal Ampullen, das ist hier irgendwie so doppelt gemoppelt, hält besser irgendwie. Jo. Da hast du 10 Milliliter, so ein kleines Pöttchen hier drin. Habe ich eben irgendwie was von 30 Millilitern erzählt? Keine Ahnung, sind auf jeden Fall 10. Und das wäre jetzt nämlich auch das letzte Produkt gewesen. Ich hätte tatsächlich mir gewünscht, dass man da dann ein bisschen mehr Abwechslung drin hat. Ne? Also wir haben hier 3 Parfums drin, was theoretisch gut ist, aber halt irgendwie dann doch nicht so abwechslungsreich, wie man sich das so wünschen würde. Wir haben 2 Serien, 2 Tagescremes drin. Also theoretisch, ne, hätte die Box die Möglichkeit, meiner Meinung nach, da einfach ein bisschen mehr Variation reinzubringen. Vielleicht ein Körperpflegeprodukt anstatt von dem 3. Parfum oder so. Ne? Na gut, auf jeden Fall ist die Box jetzt entleert. Ansonsten, also ich finde, dass sie sich schon gelohnt hat. Ne? Also es ist teuer. Ich habe dann ja auch an die 50 Euro dafür bezahlt. Aber es sind halt sehr hochwertige Marken. Wir haben hier schöne Produkte drin enthalten, wo man einfach mal so auch diesen Luxushimmel etwas schnuppern kann, was ich sehr angenehm immer finde. Weil das hast du ja nicht einfach mal so, ne? Man holt sich ja nicht einfach mal so irgendwie ein Parfum von Sisley oder so. Aber ja, also zum Feeling haben und so finde ich das ganz cool. Jetzt gerade, wo die Adventskalendersaison startet, ist dann immer für mich so die Relation, hätte ich mir dafür vielleicht einfach lieber einen Adventskalender geholt? Ne? Das ist so die Frage aller Fragen. Wahrscheinlich schon, ja, aber naja. Hier sind aber trotzdem gute Produkte drin, also da wird einiges von bei mir bleiben und getestet werden. Aber interessant für mich ist natürlich auch, was eure Meinung ist. Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare, dann können wir uns gerne austauschen. Und dann war es das auch hier von mir. Wenn es dir gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!